Das nächste klingt gar nicht so anders, ist aber viel überraschender. Allein schon, weil es vom ehemaligen NEOS-Parteichef Matthias Strolz kommt. Er hat heute ein Liedsamt-Video veröffentlicht und das braucht doch ein wenig Interpretation. Auf YouTube ist es immerhin erst ab 18 freigegeben, aber die folgenden Ausschnitte sind alle jugendfrei. Ich muss siegen, Rakete muss groß sein. Starschauspieler Philipp Hochmeier als Kriegsgeneral. Matthias Strolz rappt seine eigenen Texte gegen den Krieg. Am Ende brutale Schussszenen. Die Botschaft? Krieg ist von Menschen gemacht. Menschen können ihn beenden. Und er entsteht in den Köpfen von Menschen. Wir sollten mehr ins Herz kommen. Es ist der zweite musikalische Versuch von Strolz mit Kurt Razzelli nach dem Album Lost in Space vor 5 Jahren. Strolz sieht sich noch immer als Lehrling in der Branche. Ich habe gewusst, da will was oder gespürt, da will was raus, auf das ja auch keiner gewartet hat, muss man auch ehrlich sein. Das ist mit viel Risiko verbunden, gab auch viel Kopfschütteln. Vieles davon hat sich heute aufgelöst. Als Politiker wollte er Flügel heben. Was will Matthias Strolz jetzt? Mir geht es darum, auch ein Botschafter für den Frieden zu sein. Auf diese ganz eigene Art. Ich bin ein politischer Künstler, so gesehen, jawohl. Und das ist ein Flügelheben, gesellschaftlich gesehen. Wir sind Männer der Tat mit gefährlichen Waffen. Musikalisch wird die Botschaft brachial umgesetzt. Man darf es einfach nicht unter musikalischen Gesichtspunkten beurteilen. Die Musik ist da Beiwerk und Mittel zum Zweck. Im Herbst folgen Tour und Album. Es soll freundlicher werden. Eine Eskalation in die Liebe, sagt der Neo-Musiker.